Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles X. Im letzten Part haben wir noch die restlichen Quests erledigt, die wir offen hatten, und sind der Hauptquest gefolgt und sind auf Prone gestoßen, die uns bekämpfen wollen oder wollten und wir sie besiegt haben. Und ja, wir infiltrieren jetzt die die Prone-Basis einfach, um zu gucken, ob wir die Gefangenen retten können. In irgendeiner Form. So. Besiegt, genau. Wir haben hier doch eine neue Hose bekommen. Ja. Und die ist schlechter. Okay. So. Dann sind wir hier gerade sogar Stück weiter oben. Ist ja perfekt, dann können wir uns gerade die beiden Prone hier holen, uns den Knotenpunkt einverleiben. So, haben umgeworfen. So, perfekt. Vielen Mini-Zahlen, die da wegfliegen, das ist Lin, ihre Minigun. So. Und Datensonden installieren. So, dann haben wir wieder einen Bereich aufgedeckt. Und wie habe ich jetzt eigentlich hier die Datensonden in Verbindung? Tue noch gar keine. Dann kann ich eigentlich hier mal eine Fördersonde zweite Generation einsetzen. Die erzeugt einfach noch mehr Miranium. So. Wir kämpfen uns hier mal so ein bisschen durch. Kriegt man halt schön Punkte. Somit nehme ich eigentlich gerne mit. Rang hoch. So, wir haben eine neue Klingfähigkeit. Kann ich dann ein bisschen das mal noch ändern. Die Platzierung. Neue Mythen R. Hat man nicht so einen schon bekommen? Ja, hat der Spezialeffekt 2 noch dabei. Ja, ist nicht so relevant. Aber den Techniken möchte ich jetzt bei den Techniken die Tornado-Klinge hierhin machen. Hierhin machen, genau. Und die Tornado-Klinge, oder kann ich die hier noch? Nee. Aber ich kann die Tornado-Klinge mal noch upgraden. Ja, nicht so weit, aber ein bisschen. Ist auch schon mal einiges wert. Haben wir schon eine zweite Klingenfähigkeit und dadurch können wir schon ein bisschen besser dann unsere Angriffe aushauen. So. Was ist eigentlich hier? Nix. Cool. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und hier sind nochmal zwei. Auch wird noch mit.
So, okay. Ich habe jetzt gerade nochmal umgeschaltet in meinem Menü unten, dass ich das ein bisschen schöner eingestellt habe. Auch immer schön verfehlt. Kronjäger. Okay, wieder eine neue Ausrüstung. Schauen wir mal nochmal nach, was es gibt. Cool aussehen tut sie schon, aber von Werten her ist es noch nicht so gut. Bleibe ich doch lieber erstmal bei dem, was ich aktuell habe. So. Dann hier weiter. Ich halte ja auch immer so ein bisschen Blick nach so Schätzen zum Looten. Hier ist gerade keiner, aber es nimmt gerade die Pony hier gerade eh noch mit. Wahrscheinlich. So. Oh. Nein. Oder probieren wir halt. Er ist ein Tyrant. Mal gucken, ob wir den bekommen. Ich wollte gleich, dass hier oben ein Teil und ist. So. Okay, also bisher ist das sehr machbar. Wenn du ihn einfach in den Boden schießt. Und das war erstaunlich einfach. Okay, nehme ich mit. Also. Ja gut, das hat aber Elmer ja auch gesagt, zu den Tyrants. Sie müssen nicht unbedingt schwer sein. Es kann auch sein, dass sie wegen irgendeinem Trick oder sowas, als Tyrant eingestuft wurden.
So. Haben wir wieder einen Prone. So. So. Dann. Außer drüben haben wir was. Und hier. Die Tornado-Klinge ist richtig geil, wenn man mehrere Gegner hat. So. So, nächster Gegner. Hier auch eine Reihe. Nächstes Schwein down. Ja, zwei. Okay, ein paar Sachen haben wir bekommen. Können wir gleich nachprüfen. Können uns den Schatz hier holen. So. Die Ausrüstung. Was haben wir hier? Wir haben hier das hier, was gleich ist. Und das hier, welches Fernstärke hat. Dann nehmen wir mal das mit der Fernstärke. So ein bisschen Bonus. Und die sehen eigentlich ganz cool aus. Oh, ich habe so die Gedanken gerade. Erscheinung ändern. Das wäre doch was für Elma. Das passt irgendwie zu ihrem. Zu ihrer Rüstung. So. So. Mal den Bogen hier. Wie hast du dich da hinten geworfen? Also der versucht. Achso, der wollte zu Elma. Und den. So. Dann wird's aber erstmal hier rein. Mit so ein bisschen auch diesen Stützpunkt erkunden, wegen den Schätzen halt, die es hier gibt.
So. Inzwischen ist nix. So, ein Typhoon. Ja, cool. Mal weiter runter. So, wie auch immer ich jetzt treffe, aber ziemlich gerne mit. So. Das hat sich jetzt gelohnt. Na gut. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Ich glaube, da oben gab es die. Gab es den Schatz. Ja. Hier gibt es Geldtrümmer. Und ein paar Erfahrungspunkte und Credits. Geldtrümmer. Okay, da oben gibt es zwar auch noch was, aber das ist zu gut bewacht. Dann. Okay, dann gehen wir hier mal zur Quest weiter. Dead. You killed them all. In cold blood. Fortune did not smile upon them today. Nelson. You filthy Earth aliens do not belong on this planet. You seem more fluent than the others. Are you in charge? I am called Glenn. I command this squad, Earth Alien. Now it is time for you to surrender. Hello, Glenar. I am called Elma, and I command this squad. If this planet is your home, we apologize for intruding. We crash-landed here after our ship was damaged in an attack by unknown adversaries. We were hoping we could negotiate a peaceful settlement in exchange for our friends, but... Peaceful settlement? Your words are wasted on us. All we can promise Earth aliens is a swift death. Elma. Right. We tried. Looks like survival of the fittest it is. Fine then. Seeing as you know we come from Earth, I'm guessing there's a good chance we might have a score to settle with you anyway. So, und Kampf gegen die drei hier. Ich gehe jetzt erstmal auf die Kleinen. So. Upper hand.
Und wir haben jetzt noch Glenar. Ja, der Kampf ist auch nicht sonderlich schwer, dadurch, dass ich einfach gut gelevelt habe. I don't get it. Why would they be so bent on killing all humans? Who can say? Whatever the reason, this is dire news. We should let the others know ASAP. Let's call it in and head back to HQ for a full debrief. Roger that. And here I just started to hope we'd finally escaped all this. Escape! Yes, escape! Time to also want escape! More Xenos? What should we do? Stay back, Link. What do you think, Rook? Wirf mal die Kiste. Die Kiste. Interesting. One of the vegetables is sentient. Talking potato? I wonder if it tastes different, too. I know what we're having for dinner tonight. You don't know it yet, new girl, but I'm a pretty mean cook. You are mean! Mean and cruel! Tatsu definitely not potato! Tatsu explained this to Dumb and Smelly Prone when they take Tatsu, but Prone not listen! Prone never listened. Oh no, Pong Rude Day, Prone first set sticky feet on Mira. Especially Tatsu. Tatsu witnessed Prone abuse firsthand. At this rate, entire Nopon race in danger. Yes, Nopon are endangered species. So really, friends have social responsibility to protect Tatsu from danger. Uh-huh. What do you think, Elma? Bake or fry? Wait a minute. The beings who captured you, big brutes in armor? Little pointy ears? Yes, Prone! And they're a more recent arrival here, is that right? They're not native to this planet? Not native, recent! If friends want more details, friends must promise to protect Tatsu. Only then will Tatsu talk. Right. Elma, you hold him. I'll peel. Tatsu will talk! Tatsu will talk! Friends not get no one's sense of humor is all! So if I understand correctly, this is your homeworld. The Nopon people are native to Mira. And then just recently, the Prone show up and quickly hunt you to the edge of extinction. Is that right? Not just Prone. Prone and their nasty, evil buddies. Lots and lots of them. Their buddies? You mean other alien races? Other hungry alien races. They all gang up on Nopon. They do horrible, terrible things to Nopon. Someday, Tatsu will turn tables and eat them for a change. Wir sind mal nett zu ihm. Then you'll help Tatsu? Protect Tatsu? Oh, happy day! It's settled then. In return, Tatsu will accompany friends back to their village. What do you think? Take him with us? He seems harmless enough. And he'd be a good source of information on Mira and the Prone. All right. We can debrief him when we report to Commander Vandal. As long as he passes the quarantine scan, we can bring him back to New LA. Right. Let's get that out of the way. All clear. Then Tatsu can join friends? Dance of joy! New friends are friendliest friends ever! I know! Tatsu has special thank you gift for friends, for saving Tatsu's life! Tatsu will lend it to friends for free! Lend? It's not a gift if you don't give it. Give it away? For always? For free? This would be insulting to friends and to Tatsu. No Nopon merchant worth his salt and pepper could do such a thing. Tatsu is grateful, but Tatsu not insane. What?
saves your life, you might actually show them some real... And he's not even the same. Friend, do you ever get lost? Tired of bulky maps and flawed memory? Ja gut, wenn man sich überlegt, wie groß Mira ist, ja, kann schon verwirrend sein. There is a better way. Friends, this is your lucky day. Presenting Follow Ball. Follow Ball is number one ultimate best super secret must-have no-pawn item. If friends get lost out in wild, friends just follow Ball of Light to safety. And now it's yours, for free, tomorrow! For now, anyway. Really? Follow Ball? That's the best name you could come up with for your super special thing? Meh, meh, meh! What would friend prefer? Fancy name no one understands so friend can feel smart? Now! Time for Nopon Dance of Generosity. I don't know. Is that thing really gonna be all that useful? What if it's a trap or boom? It just blows up in our faces. Ah yes, that reminds Tatsu. If Follow Ball get damaged, Tatsu need to charge friend's full price, plus restock fee. So much for Dance of Generosity. So. Genau, wir haben das Kugelflitz. So, jetzt gehen wir aber erst nochmal rein, um uns die das zu holen, was hier noch ist. Also das, der Schatz, den Schatz. So. Archäologie. So. Okay, dann können wir wieder runter. So, gut, jetzt begleitet uns Tatsu. Er ist ein Nopon. Ist eine Rasse, die ist wiederkehrend in der Serie. Er ist, man sieht auch hier unten als Begleiter drin. Ein kleiner Funfact zu ihm. Tatsu ist japanisch für Drache. Er ist ein Drache. Okay. So, dann wollen wir Bericht erstatten. Das brauchen wir hier nicht ewig rumgucken. Wir porten uns einfach direkt ins Blade-Quartier zurück. Und können die, das abgeben. So. Und ja, mal random. Losing Nelson's team is a real blow. But the fact we're not the only visitors on this rock is even worse. They made it clear they want all humans dead. For all we know, they may be related to the forces that destroyed Earth and followed us here. Wonderful. I'll report this to Secretary Nagi, see if we can't bolster our defenses. Just one last thing. What the bloody hell is this dancing turnip doing here? He's actually a potato. Tatsu, not turnip or potato! For last time, Tatsu is not food! Now, on behalf of Planet Mira, Tatsu welcome all Earth people and offer a friendly treaty of friendship. Yeah, right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friend's totally safe now that Tatsu is in town. Tatsu watch over and protect friends, especially weak, pathetic Linley with her thin, bony wings. You mean my arms? Look who's talking. And who said anything about you coming with us? You can stay here, you greedy, annoying little cabbage. I'm sure there's a salad here that could use you. Tatsu, stay here! Friends would leave Tatsu behind? It's for the best. You said yourself your people are endangered, and the Xenos that captured you might still be out there.
You'll be safest here in the city. Agreed. Tatsu not agreed! Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that, of course. This planet have many helpful Nopon that Tatsu can talk to. Other Nopon can share information for friends. That might be useful. That right. Most Nopon not like Tatsu. Nopon can be shy. Nopon can be difficult. Most Nopon never trust friends or even talk to friends. But Tatsu? Nopon love Tatsu. Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info. The tater tot has a point. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Linley. Pure as snow. Linley intimidated by Tatsu's strength and smarts. But do not worry, Tatsu is true friend. Strength and smarts, huh? That's really not what I'm worried about here. All right, then it's settled. Small Fry here will accompany you three out in the field. After all, we can use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? You're the ones who picked him up. Besides, would you really want to leave him with another team? Maybe not. Unless we were invited to the meal, I mean. See? Already getting along like peas and carrots. He can be your charge, Lin. Oh, come on, Commander! That's not funny! I've got my hands full out there! This is so unfair. Back me up here, would you, Elma? I'm sure Elma has no objections. Right. As you say, Commander. Done and done. Welcome to Blade, Tater. We'll be counting on you. Yes, sir! And it's a Tatsu. Oh, one thing Tatsu forgot to mention. Nopon are pacifists, so friends need to defend Tatsu, keep extra super safe in any battle. Tatsu, VIP diplomat, after all. Why am I not surprised? So much for him watching over and protecting us. So, somit haben wir Tatsu im Team und haben die Handlungsmission Kapitel 3 abgeschlossen. So, Rook, feel like you're starting to get the hang of things? Ja, doch. Wir haben uns ja schon ein bisschen dran gewöhnt. Of course you are. You've taken to it like a fish to water. Just like Elma and the Commander said you would. Just the same, let's review the key points, and I can fill in some extra details. Blade's top priority right now is to secure missing pieces of the life hold. You remember that much. Countless people are frozen in the life hold. It's the key to restoring humanity. Up until we ran into the prone, our biggest concern was that wild indigens would stumble on the life hold and damage it somehow. But now there's a more pressing threat. Intelligent alien races who are intentionally trying to destroy us. So, our search has new urgency. We need to find and retrieve all of the life hold ASAP. And the best way to do that is by expanding the reach of Frontier Nav. The more probes we can install, the wider we can scan, and the faster we can find bits of the life hold. So our primary focus going forward should be to travel around Mira installing data probes. As many as we can, as fast as we can. I can't stress enough how important this is.
You still with me? Ja, wir sind auf Emmas Seite, also wir verstehen, was er meint. Good. Then let's move on to the other pressing threat that Blade has to deal with. Hostile indigens. There's no real delicate way to put this. Any wildlife that poses a clear threat must be eliminated. The life hold is our future, but we can't ignore the present. We still have our duty to keep New LA safe. And sometimes that duty requires enacting coordinated strikes to solve problems before they can do real harm. We're the newcomers here, it's true. And they're usually just out to defend their territory. But sometimes it really is them or us. And we have to make sure it's us. Don't get me wrong. It's not like we run out there and light up anything that moves. Only Blade HQ can choose targets. And they tend to keep them strictly to creatures that pose a significant threat to our survival. In order to contribute to this cause, operatives are asked to form into squads to take on special missions. These squad missions, as we call them, don't get posted to mission control like your other more typical assignments. Rather, HQ transmits the details directly to all of us at the same time. Basically, they want as many people to know about them ASAP, so they can be taken care of ASAP. I'm sure you can imagine, but these missions aren't your run-of-the-mill little fetch quests. It's not the kind of stuff just one or two Blades could handle on their own. That's why squads can have as many as 32 members. And it's why we ask members to sign up to a squad beforehand. We can't have Blades playing musical chairs whenever this kind of emergency hits us. But just remember, squad missions are not mandatory. You don't have to drop everything you're doing just to take one on. HQ has no way of knowing what every Blade is up to when these missions arise. If you're busy with something else, they'll understand. They need to trust our collective judgment with these things, and, well, so far so good. And I think that about covers the basics, right? Search for the missing pieces of the life orb. Install data probes to expand Frontier Nav. And take on squad missions when you can to keep us safe. Got all that? Yep, haben wir verstanden. Good. We're counting on you. And briefing adjourned. Thank God. All right, well, it's getting pretty late, isn't it? Yeah, let's call it a night. Oh, Tatsu's so excited to sleep in real bed. Lily can show Tatsu to his room now. Oh, your room is right over there. Oh, it looks perfect size for Tatsu. Wait, what? Tatsu know what that is? That refrigerator. We'll go in there to cool off. I guess you are smarter than you look. Well, Tatsu don't want to brag, but wait a minute! Tatsu, see what Lily did there. So, dann können wir die Sachen hier durchklicken. So, ja, 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 so,
So, hier haben jetzt die Online-Einstellungen, die lasse ich einfach so, wie sie sind. Das Me versus E abgeschaltet. Hat man auch in der ersten Folge gesehen. Da gibt es jedes Mal, wenn man das Spiel startet, einen kleinen Hinweis. Ja, ich lasse das einfach so, wie es jetzt ist. So. Dann haben wir hier jetzt die Truppenauswahl. Das kommt, nachdem man Kapitel 3 abgeschlossen hat, immer beim Starten. Also immer, wenn man den Spielstand lädt. So, und zwar, ich spiele eigentlich immer mit dem Lebensspeichersuchtrupp. Das ist der Einzelspieler. Eroberungstrupp ist eher online und das, wenn man halt mit Freunden spielen möchte. Ja, ich nehme den hier. So. Sobald man das jetzt noch hat, gibt es ein paar mehr Möglichkeiten. Einmal kann man jetzt auch Teammitglieder bekommen. So, und man sieht hier mal alle, die man freigeschaltet hat. Also Irina haben wir jetzt noch als Möglichkeit. Und Finn haben wir noch. Ja, dazu noch gesagt, fällt mir gerade ein, die individuellen Techniken können wir freischalten für unseren Hauptcharakter. Doug, den will ich auch mehr im Team haben, weil der ist recht praktisch. Ja, wir überspeichern mal den Spielstand. So. Jetzt aktuell ist auch unser Team leer. Status. Ja, unser Team ist aktuell komplett leer. So. Und dazu ist jetzt auch noch gesagt, wir haben jetzt noch ein paar zusätzliche Sachen. Nämlich, wir haben einmal die Hauptquest. Die ist hier. Die ist immer hier. Und hier kann man die auch starten. Für die Hauptquest braucht man... Also man hat immer, also hier sieht man es, wir haben hier halt den Namen, dann den Level, den wir brauchen, Hauptmissionen, also Handlungsmissionen sind immer Level 1, also die kann man jederzeit machen und dann sieht man, wie viele Teammitglieder man haben darf, welche Teammitglieder Pflicht sind im Team, welche man nicht mitnehmen darf und Voraussetzungen. Zum Beispiel hier ist es jetzt so, wir müssen, um Kapitel 4 machen zu können, die Quest Sondenkunde und das kleine Blade einmal 1 abschließen. Und müssen Elma und Lynn im Team haben. Dann hier hinten, also man sieht jetzt hier, das sind auch alles andere Spieler. Da sieht man auch dann also da wo sonst immer, wenn ich was gemacht habe, aufploppt, kann auch was bei von anderen aufploppen. Und sind auch hier mehr Sachen dran. Die Sondermissionen und so, das sind überwiegend Raids, die, wie ich es auch immer schon gesagt habe, die kann man machen, muss man nicht. So, und dann gibt es noch hier, das hier sind Harmoniemissionen. Da braucht man dann ein bestimmtes Level. Hat auch wieder Pflichtmitglieder, gesperrte Mitglieder. Es gibt teilweise auch Voraussetzungen und man muss eine bestimmte Harmonie haben. Und hier sieht man, wir brauchen zu Elma ein Herz Harmonie. Und wenn wir hier ins Harmoniediagramm gehen, sehen wir zu Elma haben wir noch nicht ganz ein Herz. Ja, man kann auch die die Verbindungen angucken. Zutat, Tatsu nicht lecker. Schön. Genau. Das mal gesagt. Ja, hier oben ist das Holodeck. Da haben wir jetzt noch keine. Sonst hätte ich die Holos mal zeigen können, die wir schon gesammelt haben.
Ich nehme jetzt auf jeden Fall schon mal Lin ins Team. Ja. So. Let's head out. So. So. Das sind nur so kleine Gespräche und dann so, einfach bestätigen. Vor allem Lin und Elmer habe ich eigentlich immer im Team, einfach, dass die beiden auch gut mitgelevelt werden, weil die sind an sich immer Pflicht. Somit, nehme ich eigentlich die beiden an sich immer mit. So. So zusammen. So. Und dann holen wir noch Doug ins Team. Also wenn ich jetzt gleich noch vielleicht jetzt doch die Möglichkeit habe, nochmal mit dem wegen dem Blade Level, was ich ja aufgestiegen bin, noch was zu holen. Ja, eigentlich gibt es eine ganz praktische Belohnung. Really? Wir müssen auf eine Mission. Ah, da, Elinora hat eine Quest. Christy hat eine Quest, also hier gibt es jetzt auch wieder mehr Quests. So. Jetzt geht da unten auf. Und ein Hangar. Ich mache jetzt auch nicht mehr allzu lange, aber ich hole jetzt sie noch mit ins Team, dass wir es auch mal gesehen haben. So. Immer schön diese Golden mitnehmen, weil das macht es später einfacher, Quests zu finden. Team. Gibt vielleicht auch noch coolere Charaktere. Der ist sogar mit Level 18 schon ordentlich gelevelt. Sehe ich gerade. So, Team. Status. Duck. Der hat schon ordentlich Leben. Mal in seine Techniken rein. Okay. Der hatte, glaube ich, schon. Ja, halt KP. Säuberung, natürlich Schwächungen. Also ich weiß auf jeden Fall, er hat hat die Möglichkeit zu heilen. Und es ist recht praktisch. Wir können uns später auch noch doch einige mehr Charaktere freispielen. Also wir sind nicht auf eine kleine Menge an die Mitglieder festgelegt. Also wir haben doch eine jetzt nicht allzu kleine Liste an Charakteren. Aber bis wir die alle haben, das dauert noch ein bisschen. Noch größtenteils glaube Harmonie Geschichten können auch erst dann zu späteren Zeitpunkten teilweise. Angeworben werden im Endeffekt, also zu späteren Kapiteln. Aber ich gucke immer, dass ich ziemlich alle hier organisiere. Ich sehe gerade oben ist auch noch eine Quest. Okay, dann hätte ich bis hierhin aber gesagt, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!
Bring it.